Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lernflix-Video. In diesem Video geht es um den Druckausgleich in einem geschlossenen System. Wir haben hier eine Hydraulik-Hebeanlage. Diese Anlage wird mit Druckluft betrieben. Wir haben hier unten Druckluft mit einem Druck von 6 Bar drin. Durch diesen Druck hebt sich dieser Kolben, der dann in eine hydraulische Leitung übergeführt wird. Und am Ende dieser hydraulischen Leitung wollen wir quasi mit einer haben wir einen Hebezylinder, einen Hubzylinder, der nach oben drückt, mit dem wir eine gewisse Kraft eben anheben wollen. Die genaue Beschreibung zu diesem Beispiel findest du unten in der Videobeschreibung. Gefragt ist im Endeffekt der Druck hier oben, P2, das ist das, was wir als erstes ausrechnen wollen, und als zweites dann noch die Kraft, die hier angebracht werden kann oder die gehoben werden kann, wenn das ganze System einen Wirkungsgrad von 85% hat. Zunächst zum Druck P2 hier oben. Wir wissen ja, dass der Druck definiert ist als Kraft durch Fläche, in dem Fall eben wieder die Kolbenfläche oben und unten. Wir haben einen Druck gegeben, wir haben die Kolbenfläche gegeben aufgrund dieses Durchmessers hier unten. Das heißt, wir können uns diese Kraft, die hier unten eben schön verteilt auf diese ganze Fläche wirkt und den Kolben nach oben schiebt, können wir uns eben diese Kraft berechnen, die hier drin sitzt. Ja, also auch in diesen Schubgestängen hier drin sitzt ja die gleiche Kraft wie hier unten. Die wird ja übertragen 1:1. Und das muss natürlich die gleiche Kraft sein, die oben quasi auf die Flüssigkeit oder auf die Flüssigkeit drauf drückt. Und im Endeffekt ist es dann eigentlich die gleiche Kraft, die nach unten drückt, da das ganze System im Gleichgewicht ist. Somit können wir sagen, dass die Kraft F1 definiert ist als Druck 1 mal Fläche 1. Und das ist aber die gleiche Kraft, die quasi von oben nach unten drückt, beziehungsweise von unten nach oben aufs Öl drückt. Also ist es eigentlich auch meine Kraft F2. Um den Druck 2 jetzt zu berechnen, habe ich dann die Kraft F2 zur Verfügung und gleichzeitig habe ich aufgrund dieses Durchmessers hier auch die Fläche zur Verfügung. Das heißt, mein Druck 2 ergibt sich ja aus der Kraft, die hier wirkt. Das ist eben P1 mal A1. Und das Ganze dividiere ich durch diese Fläche hier, eben A2. Dann setze ich das Ganze noch ein. Ich habe hier 6 Bar drin. Das ist natürlich 6 mal 10 hoch 5. Wir müssen das Ganze in SI-Einheiten einsetzen. Und die SI-Einheit vom Druck ist Pascal. Ein Bar ist 10 hoch 5 Pascal, also 6 mal 10 hoch 5. Die Fläche A1 ergibt sich aus dem Durchmesser. Auch hier wieder bitte in SI-Einheit einsetzen, 0,32 Meter zum Quadrat mal Pi Viertel. Und das Ganze durch die kleinere Fläche, die hier oben sitzt, auch wieder der Durchmesser in Meter zum Quadrat mal Pi Viertel. Und das Pi Viertel können wir rauskürzen, es ist oben und unten das Gleiche. Und erhalte dafür den Druck P2 einen Wert von 1,7 mal 10 hoch 7 Pascal. Und das entspricht ja 170 Bar im Endeffekt. Ja. Also speziell bei diesem Beispiel hätten wir natürlich auch statt Pascal Bar lassen können. Aber ich empfehle dir in der Hydrodynamik immer SI-Einheiten einzusetzen. Dann bekommst du SI-Einheiten heraus und wir haben keine Einheitenprobleme. Das heißt, unser Druck P2 ist 170 Bar. Als nächstes dann eben noch die Kraft, wenn die ganze Anlage einen Wirkungsgrad von 85% hat. Auch hier wieder die Kraft, die hier wirkt, so die gleiche sein, die das Ganze hier nach oben hebt. Beziehungsweise hier können wir eben wieder aufgrund, dass Druck gleich Kraft mal Fläche ist, sagen, dass der Druck P2 sich ergibt aus der Kraft F2 mal A2 und der Druck P3, wenn wir so wollen, Kraft F3 mal durch die Fläche A3 ist. Aber das Ganze ist ja ein geschlossenes System und wir haben ja gesagt, in einem geschlossenen System gilt das Pascalsche Druckausbreitungsgesetz. Das heißt, der Druck hier in diesem System ist überall gleich. Der Druck P2 ist ja gleich groß wie der Druck P3 und den Druck P2 habe ich mir gerade berechnet. Das heißt, wenn ich den Druck habe und die Kraft haben möchte, dann ist es ja in dem Fall so, dass P3 ja nichts anderes ist wie die Kraft F3, die eben hier wirkt, durch
die Fläche A3 eben hier mit diesem Zylinder. Bedeutet aber, wenn wir das Ganze umformen, F3 ist dann gleich der Druck P3 mal der Fläche A3, das heißt unsere Kraft F3 ergibt sich dann aus dieser 1,7 mal 10 hoch 7 Pascal mal der Fläche. Die Fläche, die wir hier haben, ist eben diese mit dem Durchmesser, kreisrunde Fläche wieder, 0,14 zum Quadrat mal Pi Viertel. Das wäre die Kraft, wenn wir einen 100%igen Wirkungsgrad hätten. Wir haben aber nur einen Wirkungsgrad von 85%. Somit das Ganze noch mit 0,85 multipliziert, ergibt einen Wert für die F3 von 222.440 Newton. Also knapp 222 Kilonewton. Das ist eben jene Kraft, die ich aufgrund dieser 6 Bar hier drin mit diesem System dann heben kann. Das ist ganz schön viel. In Kilo wären das ungefähr dann 22.000 Kilo, also 22 Tonnen könnten wir mit diesem System heben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass noch dein Like und dein Abo hier, dann sehen wir uns auch gleich im nächsten Video.